Hey Leute, ich mache heute bei diesem, ich weiß gar nicht, ob das ein Tag ist, aber ich gehe davon aus, denn ich wurde gefragt, ob ich es mache. Und zwar 50 Fakten meine ich. 50 Facts about me. Tag, ich bin mir nicht sicher. Ja, jedenfalls sollte ich den machen. Ich wurde gebeten und deswegen, here we go. Ich habe zwar meine Macken und so schon alles gemacht, aber anscheinend interessiert euch das. Gut, also fange ich mal an. Wie ihr ja wisst, hasse ich es. Ich hasse Spinnen. Ich hasse sie. Ich schreie, ich kreiche, ich renne raus. Das ist einfach mal so. Ich könnte mich in Ben & Jerry's Eis reinlegen. Ich liebe Eiscreme. Gott, liebe ich Eiscreme. Ich so viel Eiscreme. Und Ben & Jerry's und Häagen-Dazs. Oh, oh, ich könnte dafür sterben. Ahornsirup könnte ich den ganzen Tag essen. Jeden Tag zum Frühstück Pancakes. Genau mein Ding. Ich habe ein Muttermal an meinem, ich habe das, glaube ich, kein Muttermal, das ist wie so ein, ich weiß auch nicht, was das ist. Jedenfalls habe ich so etwas an meiner Wade. Und meine Eltern haben immer damals gesagt, Gott hat mich angemalt und die Farbe hat nicht gereicht. Ich habe das damals rumerzählt. Ich habe mich ausgelacht. Ich habe eine Jelly-Dingsmaschine. Und ja, jeder, der da ran will, muss mindestens 5 Cent reinmachen. Meistens ist es mein Geld, aber ich liebe sie. Ich liebe es zu kochen. Und wie ihr wisst, liebe ich es zu kochen. Oh Gott, ich liebe Süßkram. Ich vergöttere Schokolade. Ich könnte so viel Schokolade am Tag essen. Ich liebe es. Oh, ich wäre gerne Brie und Gabrielle von Westworld Housewives in einer Person. Ich glaube, ich wäre so cool. Und wenn ich zu Hause bin, springe ich zuerst aufs Bett rauf. Wenn ich meine Periode habe, sterbe ich. Ich bin Sex in the City und Westworld Housewives Fan. Ich habe ganz wenig Freunde. Die meisten verlassen mich oder ich verlasse sie, weil es mir einfach zu blöd wird. Ich liebe Shades of Grey. Und ich war so traurig, als es zu Ende war. Und dann habe ich erfahren, dass dieses alles nicht verfilmt wird, weil keiner diese Rolle von Anna spielen will. Oh, ich würde es selbst tun. Aber ich sehe nicht aus wie sie. Ein Fakt ist, ich werde bald ausziehen. Also bald gibt es wieder ein Video, wie ich eine ganze Wohnung einrichten werde. Mein allererstes Buch, das ich zu Ende, also von Anfang bis Ende innerhalb von 1-2 Tagen gelesen habe, war Feuchtgebiete. Ich verdrehe in die Augen. Ich stehe auf Frank Sinatra. Ich mag seine Lieder. Das beruhigt mich irgendwie. Ich stelle mir dann mal vor, wie ich vor dem Kamin sitzen würde und mir das so anhöre. Ich schaue Leuten nicht gerne in die Augen. Ich liebe High Heels. Ich bin ein High Heel Freak. Ich hätte als Kind gerne eine Zahnspange gehabt. Ich fand das irgendwie total cool. Ich durfte aber nicht. Ich bin sehr, sehr tollpatschig. Oh Gott, bin ich tollpatschig. Ich bin so extrem tollpatschig, das glaubt ihr nicht. Ich wäre gern so in der Pin-Up-Zeit groß geworden. Zwar als weiße Person und nicht als schwarze, weil da hatte man es ja schon schwer. Aber die Zeit gefällt mir. Das waren so richtige Frauen. Das waren so eine richtigen Püppchen. Finde ich irgendwie cool. Dann liebe ich es zu malen. Ich zeichne unheimlich gerne. Ich male, bin sehr kreativ. Ich bin handwerklich super begabt. Ich esse den ganzen Tag. Ich bin einfach verfressen. Ich liebe Essen. Je nachdem, wie ich mich schminke, denken Leute, dass ich Thai bin, Inderin, Philippiner, Afrikanerin, aus Marokko kam ich auch schon. Irgendwie alles außer Karibik. Außer die aus der Karibik, die erkennen sofort, dass ich liebe Disney. Ich würde gerne zaubern können. Oh, das wäre so cool, wenn ich eine Hexe wäre. Oh, ich bin Nudistin. Auf jeden Fall. Ich liebe es, nackt rumzurennen. Ich hasse Anziehsachen. Also das heißt, ich hasse Anziehsachen, aber ich glaube, das hat was mit den Genen zu tun oder sowas. Ich glaube, dass mein Körper ganz genau weiß, dass ich eigentlich in die Karibik muss und im Bikini den ganzen Tag am Strand liegen mit dem wunderschönen weißen Strand und dem blauen Meer vor der Haustür und den Kokosnusspalmen und Bäume und Bananen und keine Ahnung was, Mangos. Ich liebe mich selbst, denn das ist wichtig. Man muss sich selbst erstmal richtig lieben, bevor man jemand anderes lieben kann. Ich liebe es zu backen. Ich habe bis jetzt 2 Hochzeitstorten gebacken, die ich über alles liebe. Ich bin sehr froh, dass ich das machen durfte. Ich liebe Nagellack. Wie ihr wisst, ich liebe es. Ich habe 4 Geschwister und alle sind älter als ich. Ich spiele gerne Gesellschaftsspiele. Fakt ist, mein Kanal wird niemals ein reiner Beauty-Kanal werden. Nein, ich werde kochen, backen, umbauen, basteln. Ich werde so viel machen, aber es wird kein reiner Beauty-Kanal sein. Eine Frau kann mehr als sich schminken.
Ist doch klar, Multitasking. Gönne alles gleichzeitig. Ruhig. Ich sage gerne, like a boss oder awesome oder auch fail. Immer wenn irgendwas passiert, dann sage ich, aber auch immer in der Betonung. Dann sage ich, fail. Ich bin eigentlich eine Brillenschlange. Oreo-Kekse sind der Hammer. Ich liebe Oreo-Kekse. Ich komme aus einer Großfamilie. Ich habe mal einen Familienstammbaum angelegt. Der war so groß, dass wir ihn nicht drucken konnten. Ich liebe Skittles. Überall, wo ich angefangen habe zu arbeiten, ist der Laden danach bankrott gegangen. Ich liebe Cheerleader für mehr. Ihr wisst ja, ich war auch mal Cheerleader und ich finde die total geil. Girls United und so, stehe ich voll drauf. Dann, ich liebe es zu singen. Mein absolutes Lieblingslied, was ich auch immer singe, wenn wir Karaoke singen. Unbreak My Heart von Toni Braxton. Unbreak my heart, say you love me again. Undo this hurt you caused when you walk out the door and walk out of my life. Ich habe Höhenangst. Ich liebe Horrorfilme. Ich freue mich jetzt zwar nicht allein zu schauen, gerade so Geisterfilme und sowas nicht, da kriege ich echt Panik. Ich bin der festen Überzeugung, dass dann irgendwo ein Geist herumschwirrt oder so. Ich darf gar nicht drüber reden, den kann ich heute Nacht nicht schlafen. Oh Gott, ist schon zu spät. Ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Oh, ich spüre das jetzt schon. Ich liebe Harry Potter und alle Teile. Immer wenn ein neuer Teil rauskam, habe ich mir die vorigen Teile erstmal angeschaut. Oder, wenn ich allein bin, fange ich gerne an, irgendwie Opern, Sopran oder sonst irgendwas zu singen. Ich gehe meinen Nachbarn wahrscheinlich total auf den Geist, aber ist mir voll egal. Dann singe ich sowas wie Ave Maria oder sowas. Jetzt kommt's, Leute. Haltet euch die Ohren zu. Macht Platz für den Möchtegern-Star. Ave Maria. Teesorten und ich trinke es regelmäßig. Gerade in der Winterzeit finde ich das super schön, aber auch im Sommer trinke ich das gern. Aber es muss ein guter Tee sein. Ich bin ein Energiebündel. Ich stecke so voller Energie und Tatendrang. Ich bin so hibbelig und gehe Leuten auf die Nerven. Ich lerne gerade Russisch, aber es ist sehr schwer. Und ja. Aber das Kuznetschik-Lied ist der Hammer. Das ist auch mein Lied. Ich beobachte Menschen. Immer wenn ich im Flugzeug sitze, gucke ich mir die Menschen genau an, weil ich immer denke, ich werde deren Furz einatmen. Und dann fange ich mich an zu ekeln. Ich mag es, Mädchen zu sein. Ich liebe Röcke, ich liebe Kleider. Ich finde es toll, wenn eine Frau nach einer Frau aussieht. Ich finde, auch eine Frau in einem Kleid und einem Rock sieht viel, viel schöner aus als eine Hose. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Leute, die nicht reden, finde ich anstrengend. Ich mag rothaarige Menschen. Ich weiß nicht warum. Die haben irgendwie... Ich finde die wunderschön. Ich finde deren blasse Haut, die wunderschönen hellen, diese hellroten Haare und dann noch die Sommersprosse und so. Ich finde, das ist total schön. Immer wenn ich auf dem Weg nach Hause bin, muss ich Pipi. Ich hasse Füße, Buchstaben, Kindersuppe. Schmeckt einfach am besten. Ich habe einen Plattfuß. Also bei mir gibt es nicht diese... wenn ich am Strand langlaufen würde, das ist halt dieses typische Traumfoto. Dann hat man ja normalerweise diese wunderschönen Fußabdrücke, die so gebogen sind, ne? So sehen die ja aus. Da ist ja hier etwas frei. Das gibt's bei mir nicht. Wenn ich also den Strand entlanglaufen würde, würde das aussehen, als wäre irgendwie ein Elefant gerade unterwegs, weil mir einfach alles platt ist. Das ist einfach so... Ich bestehe darauf, dass man Danke sagt, wenn ich jemanden die Tür aufhalte. Ich gehe dann auch hinterher und sage bitte, ganz laut, damit er das auch hört. Oh, ich wäre so gern verheiratet. Ich komme aus der Karibik. Einige, oder beziehungsweise einer hatte ja schon mal gefragt, wo genau ich da denn herkomme und das, ob ich das nicht mal auf einer Karte zeigen kann. Ich werde es heute mal zeigen und zwar genau da. Allerdings habe ich auch Familie in Kanada, in den USA und zwar in New
New York, Maryland, New Jersey, dann habe ich noch welche, also wie gesagt, Kanada, Toronto und sowas, ganz viel in London, England und... Oh, ich liebe es abzuspasten. Ich bin die Erste, dann die immer so die Dinge macht. Ich liebe Do-it-yourself-Zeug, ich liebe es zu basteln. Ich bastel so gerne. Ich glaube, das habe ich durch meine Mama bekommen. So, ich glaube, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüssi.